Hallo meine Süßen, jetzt gibt es wieder ein neues Video von mir und zwar aus der Wochenreihe, wieder mit der lieben Kathi. Ich grüße dich, leider einen Tag zu spät, es tut mir auch leid, ja, ich hoffe, du bist nicht böse und ich werde es jetzt so aufbauen, wie du das gemacht hast und zwar habe ich mich jetzt heute schon so geschminkt, wie ich mich jetzt im Sommer schminken würde, denn heute das Thema von der Wochenreihe ist unser liebster Sommerlook und das ist so mein liebster Sommerlook eigentlich. Ja, manchmal trage ich auch überhaupt gar kein Make-up, ja, aber wenn man dann an den See geht oder so, da muss man ja nicht unbedingt Make-up tragen, aber ich habe jetzt halt einfach mal das Make-up geschminkt, wo ich dann Make-up trage und werde es euch jetzt einfach so zeigen wie ein Face of the Day. Ich mache das immer so, dass ich normalerweise auch wasserfeste Mascara habe. Ich habe jetzt aber zurzeit keine wasserfeste da, deswegen habe ich die von Essence, die Maximum Definition genommen. Die will ich ja zurzeit aufbrauchen. Also in den nächsten Videos wird auch nur diese Mascara immer unten in der Infobox stehen oder wenn ihr mich fragt. Das ist immer diese hier. Aber ich fange jetzt erstmal grundlegend an. Einmal nehme ich im Sommer immer sehr, sehr gerne so Illuminating Base, also so schimmernde Base, dass man einfach nochmal so ein bisschen Glow im Gesicht hat. Da habe ich heute auch die von Catrice wieder genommen. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass ich sie nicht auf der Nase verwenden kann, weil sich da dann mein Make-up absetzt. Also ihr werdet es bestimmt nicht erkennen können, aber hier hat sich totales Make-up abgesetzt wegen der Base. Dann trage ich halt sehr, sehr gerne eine leichte Foundation, die Lichtschutzfaktor hat. Da habe ich jetzt heute mal die L'Oreal genommen, die Lumi Magique. Weil es eine sehr, sehr leichte Foundation ist und die hat auch noch so ein bisschen Glow mit drin und hat eben einen Lichtschutzfaktor von 18. Die ist etwas teurer. Ich weiß nicht, ob ich sie mir nochmal kaufen würde. Ich denke, da muss ich erstmal gucken, wie sie so im Licht dann aussieht und ob sie wirklich so einen Glow herzaubert. Und dann werde ich mich irgendwann entscheiden, ob ich mir sie nachkaufe oder nicht. Aber die habe ich heute verwendet. Als Concealer habe ich meinen Manhattan 2-in-1 Concealer genommen, weil den vom P2, den, ja, wollte ich jetzt heute nicht nehmen, weil der halt nicht so lange hält. Deswegen habe ich heute mal wieder zu meinem Manhattan gegriffen. Der kostet auch so um die 6 Euro, ist aber hat wirklich eine tolle Deckkraft, finde ich echt super. So, dann darf bei mir im Sommer natürlich überhaupt nicht fehlen, der Bronzer. Da nehme ich zurzeit immer von dem Face Contour Kit von Sleek, diesen, ja, diesen hier. Und bronze mir so leicht das Gesicht, aber nur ganz leicht, weil ich das nicht so, ja, nicht so übertrieben mag. Ja, deswegen von dem hier. Und gehighlightet habe ich auch mit dem Highlighter von hier drin. Ja, so ein bisschen eben auf der Nase und hier unten und hier auf dem Wangenknochen. Ja. Als Rouge trage ich dann immer so gerne so einen frischen, ja, mit ein bisschen Schimmer. Und da habe ich jetzt zum Beispiel von M&Y die Farbe 301 genommen. Achtet nicht auf meine Nägel. So, diese Farbe hier, die habe ich auf den Wangen. Und dann trage ich eigentlich nur, einfach, dass ich so ein bisschen was auf dem Auge habe, eigentlich nur so eine Base. Und da habe ich jetzt von Catrice Lord of the Blinks genommen. Also da trage ich wirklich immer nur eine Farbe, meistens eine helle Champagnerfarbe oder so. Und die hat eigentlich fast keine, keine Farbe, die Base. Aber so einen leichten Schimmer und das finde ich halt sehr, sehr schön. Also ich habe nur diese Base jetzt auf dem Auge und eben die Mascara. Da habe ich, wie gesagt, üblicherweise eine wasserfeste Mascara. Und dann trage ich gerne einfach einen knalligen Lippenstift. Und da habe ich jetzt zum Beispiel Copacabana von P2 genommen. Das ist diese Farbe hier. Ist auch eine wunderschöne Sommerfarbe. Und die dann einfach auf den Lippen. Und das war es dann eigentlich schon mit dem Sommerlook. So laufe ich im Sommer rum. Ich kann euch ja auch nochmal ranzoomen. So. Nur auf dem Augen, auf den Augen kaum was, nur halt viel Mascara. Und ja, das ist eigentlich so immer mein Sommerlook. Klar, das seht ihr jetzt nicht ganz, weil ich jetzt auch nicht in der Sonne bin. Aber wenn die Sonne jetzt auf mich strahlt, habe ich halt so einen richtig schönen Glow. Und das mag ich eben sehr, sehr gerne. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wie immer steht Katis Link also unten in der Infobox.
Und klickt euch da mal drauf und abonniert sie. Sie ist wirklich eine richtig, richtig süße. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und dann sage ich jetzt tschüss und bis zum nächsten Video.